Nächste Haltestelle, Waldplatz, Arena, Fernstraßen, Bundesamt. Und damit herzlich willkommen bei Haltestelle, dem Straßenbahnmagazin zur neuen Ausgabe. Wir sind heute zu Gast hier bei der Woltersdorfer Straßenbahn. Sie feiert in diesem Jahr ihr 111-jähriges Bestehen und das große Jubiläumsfest, das gab es an Pfingsten. Und gleichzeitig wurde die neue Straßenbahngeneration für Woltersdorf präsentiert. Seit Mai 1913 verbindet die kleine Woltersdorfer Straßenbahn auf ihrer 5,6 Kilometer langen Strecke den S-Bahnhof Rahnsdorf am südöstlichen Berliner Stadtrand mit der Gemeinde Woltersdorf und der dortigen Schleuse. Seit 1978 werden hier die Gotha-Wagen eingesetzt. Über die Jahre wurden 7 Trieb- und 4 Beiwagen des Typs T57B57 hier eingesetzt. Einige der Triebwagen wurden in den 1990er Jahren beim Mittenwalder Gerätebau modernisiert. Seit nunmehr 111 Jahren dient die Straßenbahn sowohl dem Pendler- als auch dem Ausflugsverkehr in dieser Region. Und das sollte am Pfingstwochenende gefeiert werden. In Vorbereitung auf das Fest wurde zunächst das auswärtige Gastpersonal geschult. Und so waren bereits schon Tage vorher die verschiedenen Museumswagen auf der Strecke unterwegs. So wie hier der Triebwagen 2 mit Beiwagen 24. Welche beide im Jahr 1913 von Ohrenstein und Koppel gebaut wurden. Die Gotha-Wagen versahen wie bisher auch den Plandienst.
Wenn die 4 polnischen Niederflurwagen in den Einsatz gegangen sind, sollen nur noch 3 Triebwagen und ein Beiwagen des Gotha-Typs in Woltersdorf verbleiben. Das Jubiläumswochenende startete mit einem Tag der offenen Tür im Betriebshof an der Vogelsdorfer Straße sowie mit dem Einsatz der historischen Bahn im Liniendienst. Zum Jubiläum kam auch ein Gastfahrzeug, der historische Triebwagen 9 aus Potsdam. Der Wagen entstand zwischen 2005 und 2011 unter Verwendung historischer Bauteile quasi als Replika und zeigt den authentischen Nachbau eines Lindner Motorwagens von 1907, wie er nach Potsdam geliefert wurde. Er, wie auch alle anderen Wagen, waren stets rappelvoll auf der Woltersdorfer Strecke unterwegs, während Gotha Beiwagen 90 als Graffiti-Kunstobjekt diente. Unter den eingesetzten historischen Wagen war auch der Maximum-Triebwagen 218, der ebenfalls im Jahr 1913 für die Berliner Straßenbahn gebaut wurde.
Zwischen dem S-Bahnhof Erkner und dem Straßenbahndepot gab es einen historischen Zubringerverkehr mit dem Büssing D2U 64, Nummer 1629 des Vereins Traditionsbus Berlin. Da die kleine Woltersdorfer Strecke nur über zwei Stumpfendstellen mit Ausweichen verfügt, mussten die Beiwagen an den Endstellen entsprechend umgekuppelt werden. Na, Bolzen rein, anziehen, dann ist es fertig. Jo. Zu den Highlights des Jubiläums zählte die offizielle Präsentation des ersten neuen polnischen Niederflurwagens von Moda Trans. Am Pfingstsonntag um 11.11 Uhr wurde der neue Wagen mit der Nummer 41 dem Publikum präsentiert. Dieser Zweirichtungstriebwagen verfügt im Fahrgastraum über 22 Sitzplätze und bis zu 54 Stehplätze. Der neue Triebwagen ist mit Fahrkartenautomat im Fahrgastraum ausgestattet. Darüber hinaus verfügt er über einen großen Mehrzweckbereich für Rollstühle und Kinderwagen, welcher über eine Klapprampe erreichbar ist. Die geräumigen Fahrerplätze sind ebenso wie der Fahrgastraum klimatisiert. Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet. Die wichtigsten Infos werden auf zwei Bildschirmen angezeigt. Die Wagen sind mit Außenbordkameras ausgestattet. Sie verfügen über einen Stemmann-Halbscherenstromabnehmer des Typs FB700. Eine Premiere für Woltersdorf, da dieser Bügeltyp hier erstmals zum Einsatz kommt. Der Wagen ist mit zwei Drehgestellen ausgestattet und verfügt über vier Asynchronmotoren mit je 50 kW Leistung. In den nächsten Monaten werden drei weitere baugleiche Fahrzeuge geliefert, mit denen die betagten Gotha-Wagen zumindest im Planverkehr ersetzt werden sollen. Bis dies soweit ist, müssen die Wagen erst noch ihre endgültige Zulassung erhalten, sowie das Fahrpersonal vollständig geschult werden.
Und so konnte man zum Pfingstwochenende Fahrzeuge aus 111 Jahren Straßenbahnbau live erleben. Am Pfingstmontag gab es in Woltersdorf noch einen Fantag, bei dem auch die Arbeitswagen wie zum Beispiel Rego-Triebwagen 19 und die Turmlore Nummer 17, die ebenfalls aus dem Jahr 1913 stammt, eingesetzt wurden. Auch der im Jahr 2004 aus Frankfurt-Oder übernommene Schneepflug wurde gezeigt. Der neue Modeos Gamma-Triebwagen war unterwegs, jedoch mangels Zulassung noch ohne Fahrgäste. Im Depot waren zum Jubiläum auch viele Straßenbahnmodelle, unter anderem aus Frankfurt-Oder zu sehen. Neben zwei weiteren Modellanlagen war auch ein Modell eines Magdeburger Niesky-Triebwagens ausgestellt. Das 1:10 Modell, welches von Rolf Greif zu in filigraner Handarbeit, unter anderem aus Holz und Messing gefertigt wurde, entstand in gut 20 Jahren aufwendigster Bauzeit. Der Erbauer legte sehr viel Wert auf Detailtreue und so ist dieses Modell zu einem ganz besonderen Blickfang geworden und war so eines der vielen Schmuckstücke, die zum 111. Straßenbahngeburtstag in Woltersdorf gezeigt wurden. Und wenn wir schon bei Straßenbahnmodellen sind, davon gab es bei Kleine Bahn ganz groß noch viel mehr zu sehen. Die internationale Modellstraßenbahnausstellung fand am 25. und 26. Mai in der Festhalle in Plauen statt. Insgesamt 35 Vereine und Privatpersonen sowie mehrere Händler zeigten ihre Anlage und Straßenbahnmodelle. An zwei Veranstaltungstagen drehte sich alles um das Thema Modellstraßenbahn. Die Magdeburger Straßenbahnfreunde zeigten unter anderem ihre Module der Anlage Westerhüsen und Herrenkrug. Der Modellstraßenbahnclub der Dresdner Verkehrsbetriebe zeigte wieder die Anlage Dresden-Mitte sowie die Schleife Kaditz. Freunde der Baugröße Spur 2M kam ebenso auf ihre Kosten. Gezeigt wurde unter anderem dieser Tatra T2 SU in der Ausführung der Straßenbahn Kiew. Gleich nebenan die Straßenbahnfreunde aus Gotha und der Thüringer Waldbahn. Auf der Spur 2M-Anlage zeigte Erbauer René Felgentreu sein Modell des Stralsunder Gotha-Wagens 14, wie er dort bis zur Einstellung des dortigen Straßenbahnbetriebs im Jahr 1966 im Einsatz war.
Besonderheit war, dass dieser Wagen im Original keine sichtbaren Deckleisten an den Seiten besaß, da das Fahrzeug probehalber eine Verblechung aus Aluminium besaß, was auch im Modell wiedergegeben wurde. Der Club Linie 11 aus Bremen zeigte seine große Modulanlage samt Betriebshof, auf der verschiedenste Fahrzeuge, unter anderem des Typs Tatra T6C5, aus Strausberg eingesetzt wurden. Weitere Straßenbahnanlagen kamen aus Schwerin und Ungarn. Der Széchenyi Modell-Straßenbahnclub aus Budapest zeigte seine H0-Anlage, die jedoch keine Fahrleitung besitzt. Blechstraßenbahnen gab es in der DDR, unter anderem von der Dresdner Blech- und Spielwarenfabrik, welche unter anderem diesen Lowa-Zug herausbrachte. Auch in diesem Jahr war die große Detailtreue bei einigen Anlagen besonders sehenswert. Aus den Niederlanden stammt die kleine Schaukastenanlage Stammeldamm. Sie zeigt einen Teil der Rotterdamer Einkaufsstraße Nöwe Binnenweg, die im Original ca. 1,8 Kilometer lang ist und im H0-Modell auf 1,80 Meter Länge dargestellt ist. Am Ende des ersten Veranstaltungstages wurde eine ausgiebige Sonderfahrt mit 3 Zügen über das Plauener Netz durchgeführt. Neben dem Niederflurwagen 303 kam KT4 216 sowie ausnahmsweise eine KT4 Traktion mit Triebwagen 242 und 236 zum Einsatz. Die Rundfahrt mit teilweiser Stadtbilderklärung führte unter anderem nach Waldfrieden.
Von dort aus ging es zum oberen Bahnhof und nach Neuendorf sowie nach Reusa. Besonderheit bei der Sonderfahrt war der Einsatz der KT4-Traktion, was in Plauen normalerweise nicht mehr praktiziert wird und nur noch mit wenigen Wagen durchführbar ist. Während der mehrstündigen Sonderfahrt wurde unter anderem auch die Großbaustelle an der Elsterbrücke passiert, welche zurzeit komplett neu gebaut wird und was zurzeit größere Auswirkungen auf das Plauener Tramnetz hat, da die Strecke in die Südvorstadt dauerhaft außer Betrieb ist.
einstige Strecke der Linie 2 zum unteren Bahnhof wird nur noch als Zufahrt zum Betriebshof an der Wiesenstraße genutzt. Hier waren für die KBGG-Teilnehmer die historischen Wagen der Plauener Straßenbahn ausgestellt. Zudem gab es hier ein reichhaltiges Abendessen. Ausgestellt waren unter anderem die Bierelektrische, ein Gotha-Einrichtungstriebwagen von 1966, sowie der Triebwagen 51 aus dem Baujahr 1928. Auch Triebwagen 21 aus dem Baujahr 1905 war zu sehen. Plauen verfügt über insgesamt 3 Arbeitstriebwagen. Darunter den Gotha-Arbeitswagen Nummer 64 aus dem Baujahr 1957, welcher als Hilfsgerätetriebwagen und im Winterdienst eingesetzt wird. Auch der zweite Tag von Kleine Bahn ganz groß war sehr gut besucht. Und so konnte man unter anderem diesen Ringhofer-Triebwagen in H0 auf der Anlage nach New Yorker Vorbild zweier Magdeburger Straßenbahnfreunde sehen. Bei den Freunden der Brandenburger Straßenbahn gab es neben einem neuen Anlagenteil auch eine Unfallszene mit einem Prager T6A5 zu sehen. Ein weiterer Blickfang war ein Supermarkt. Entstanden aus einem tschechischen Modellbausatz ist dieser komplett eingerichtet. Hier wurde beim Bau auf nahezu jedes Detail geachtet. Zudem waren auf der Brandenburger Anlage auch viele Fantasiebauten unterschiedlichster Tatra-Typen zu sehen. Mit seiner kleinen Privatanlage ist der Thüringer Rico Prutsch nach Plauen gekommen. Auf der H0M-Anlage werden Straßenbahnen aus unterschiedlichen Betrieben eingesetzt. Im Original, heute leider getrennt, aber auf der Anlage vereint zu sehen, war der einstige Jenaer Fahrschulzug, dessen Triebwagen heute als Museumswagen im tschechischen Liberec verkehrt und ein Beiwagen in Bad Schandau zum Einsatz kommt. Nur wenig ist geblieben von der 1960 eingestellten Osnabrücker Straßenbahn. Alfred Spür bewahrt die Geschichte dieses Betriebs, unter anderem mit seinen vorbildgetreuen Modellen und seiner kleinen Straßenbahnanlage, welche mit einem echten Fahrschalter eines ehemaligen Osnabrücker Wagens bedient wird. Auch die kleine H0M-Anlage des Frankfurter Modell- und Eisenbahnfreunde 55 e.V. war wieder bei Kleine Bahn ganz groß dabei.
sowie auch die nach Dresdner und Schöneicher Vorbild gestaltete TTM-Anlage mehrerer Straßenbahnfreunde, die hier wieder zu einer größeren Anlage zusammengesetzt war. Im TTM-Maßstab wurden hier auch verschiedene Rico-Wagen-Modelle gezeigt. Diese entstehen im 3D-Druckverfahren und sollen bald auch in Baugröße H0 auf den Markt kommen. Ein Segen für viele ostdeutsche Modellstraßenbahnfans. Gab es die Ricos bisher doch nur zu sehr hohen Preisen oder nur in kleinen Auflagen vom Wiener Hersteller Halling. Hier darf man sich also schon bald auf neue Modelle dieses Straßenbahntyps freuen. Ebenfalls ein neues Anlagenteil nach Hannoveraner Vorbild zeigte die Straßenbahner Familie Diekmann. Zu sehen war die alte Wendeschleife am Hannoveraner Fasanenkrug, die es so bald im Original nicht mehr geben wird. Hier die H0-Anlage der Münchner Straßenbahnfreunde, wo nach echtem Fahrplan gefahren wird. Bei der IG Modellstraßenbahn Hannover wurde unter anderem der Prototyp des einstigen 3D-Triebwagens auf der Anlage gezeigt. Erst kurz vor der Ausstellung konnte dieses Modell fertiggestellt werden. Auch die Anlage nach bergischem Vorbild aus dem Raum Wuppertal-Solingen von Holger Ott wurde gezeigt. Neben einer sogenannten Schüttelrutsche war hier ein Mülheimer Düwag-Großraumzug eingesetzt, der hier das Modell der Kohlfurter Brücke passiert. Wieder einmal wurden bei Kleine Bahn ganz groß zahlreiche Neuheiten und die vielfältigen Möglichkeiten in Sachen Modellstraßenbahnbau gezeigt. Insgesamt konnten an beiden Veranstaltungstagen 1850 Besucher begrüßt werden.
Es war bereits die 20. Veranstaltung dieser Art seit 2004 und bereits zum dritten Mal war Plauen der Austragungsort. Im kommenden Jahr rollen die Modellstraßenbahnen in der alten Dreherei in Mülheim an der Ruhr am 31. Mai und 1.6.2025. Die Leipziger Straßenbahn hat kürzlich wieder zahlreiche Fahrzeuge an das ukrainische Dnipro abgegeben. Insgesamt gingen 26 Fahrzeuge auf die Reise. Ab Ende April wurde verladen und Holger Sützenbrück war mit der Kamera für uns dabei. In Leipzig wurden ab Ende April bis in den Juni hinein insgesamt 26 Tatra-Wagen für das ukrainische Dnipro verladen. Bereits seit 2019 erhielt der ukrainische Verkehrsbetrieb rund 50 Wagen aus Leipzig. Die jetzige Verladungsaktion startete am 24. April. Dort wurden die ersten der insgesamt 26 Bahnen verladen. Hier wird gerade Triebwagen 2101 verladen. Übrigens war er der 500. Tatra-Triebwagen, der nach Leipzig geliefert wurde. Die Verladungen wurden im alten Straßenbahnhof Leutsch durchgeführt. Die Tatras wurden jeweils angehoben und ein Schwertransporter darunter gefahren, wo die Bahnen aufgeladen wurden. Die Verladeaktion zog sich bis zum 4. Juni hin. Am letzten Tag wurden unter anderem auch die beiden ehemaligen gläsernen Leipziger Triebwagen 1700 und 1800 nach Dnipro verladen. Die ausgemusterten Wagen wurden von verschiedenen Traktionen, zumeist vom Betriebshof Wittenberger Straße, nach Leutsch gebracht.
Zumeist in Vierereinheiten wurden die ausgemusterten Tatras nach Leutsch gebracht. Bevor die Fahrzeuge jedoch auf den Transporter verladen werden konnten, mussten sämtliche Dachaufbauten wie die Stromabnehmer abgebaut und im Wageninneren verstaut werden. Wie man schon beim Anheben der Wagen erkennt, wurden alle Wagen im Bereich der Radausschnitte an den Seitenblechen leicht beschädigt, da hier kein zusätzlicher Schutz erfolgte. Hier zu sehen am Triebwagen 2104. Der abfahrbereite Transporter zog mittels Kette weitere Tatras an die Verladestelle, da in diesem Bereich keine Fahrleitung mehr hängt. Insgesamt 26 Triebwagen wurden zwischen dem 24. April und dem 4. Juni auf diese Weise in die Ukraine geschickt. Nach dortiger Umspurung und kleineren Auffrischungen sollen die Wagen spätestens bis zum Jahresende alle in Dnipro im Einsatz stehen. Ja, und zum Schluss der Sendung gibt es jetzt noch einige Impressionen aus Halle an der Saale. Die nächste Ausgabe von Haltestelle meldet sich dann aus Lieberitz. Bis dahin, machen Sie es gut.